Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus Seagame Studio. Mein Name ist Master Schröder und ich brauche Golddraht. Und zwar gar nicht mal so knapp. Wie wär's denn mit 20.000? So, den hätte ich hier ganz gern. Oh, da kommt der nächste Zug angefahren mit Kunststoff. Sehr schön. Brauchen wir auch. Kann entladen werden. Gut. Und dann kommt hier... Oh, kommt auch noch an. Wo ist denn eigentlich mein Zug? Ach, da oben. Gut, den wollte ich nämlich jetzt noch mal ganz kurz mal angucken, wie voll der noch ist. Vom Inventar her, damit ich mal gucken kann. Kriege ich da... Ne, kriege ich da nicht mehr rein. Okay, dann muss das Gold erstmal liegen lassen hier unten. Aber ich muss noch abwarten, wenn der Golddraht hier ist, ob der Golddraht auch so funktioniert, wie er funktionieren soll. Nicht, dass der dann irgendwie einen Quatsch macht. Deswegen werde ich da noch drauf warten. Hier gibt es Kunststoff runter, ist schon mal ganz gut. Da wird auch mal eine Seite immer weiter voll gehen. Das ist halt so. Dann müssen wir nämlich gucken, ob das hier unten mit dem Golddraht klappt. Das Einzige, was hier offen ist. So, habe ich denn in der Tasche zufällig? Nee, habe ich keinen. Na, kann das natürlich schade. Hätte man nämlich nochmal probieren können. Einfach oben reinschmeißen in die Kiste und gucken, ob hier unten der Golddraht an den richtigen Stellen ankommt oder auch halt nicht. Oh, da fehlt noch eine Kreuzung. Da fehlt noch ein Pylon. Ich habe übrigens, das kann ich nochmal ganz kurz zeigen. Ich habe noch einen Fehler in der Fabrik gefunden gehabt. Und zwar lagen hier die Chips alle voll. Die liegen immer noch voll. Und zwar hat hier das Förderband gefehlt. Das heißt also, hier sind die Chips bloß bis dahin gekommen und konnten nicht raustransportiert werden, weil hier das Förderband gefehlt. Das ist auch die einzige Stelle, wo ich jetzt gefunden habe, dass ein Förderband fehlt, also dass irgendwas drauf liegt auf dem Förderband, was eigentlich hätte nicht drauf liegen können oder sollen, weil wenn nämlich diese Chips, die wären hier unten nämlich angekommen und wenn die hier nämlich schon irgendwie halb verarbeitet wurden und die sind dann nicht rausgekommen. Das hat mich ein bisschen gewundert und da ist mir dann aufgefallen, dass genau dieses eine Förderband fehlt und jetzt ist es anscheinend gesetzt worden und zack, schon läuft hier das Förderband auch näher. Oh, verteilt sich in die blaue Fabrik. So, wie sieht's aus? Ist denn der Golddraht schon da? Nee. Mal gucken, gibt's den? Nee, aber geben tut's den doch, oder? Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Also, irgendein Zug ist hier auf jeden Fall im Anmarsch. Der Zug würde ganz gerne Golddraht holen. Sehr gut. Also, da fährt er jetzt gerade hin zum Golddrahtwerk. Hoffe ich doch mal. Hier ist nämlich Golddraht. Ja, da fährt er hin. Abgeholt. Egal, oder angeliefert. So, jetzt gibt es ordentlich Golddraht aus der Tasche hier, 20.000 Einheiten, dann läuft das auch wieder. Also ich denke mal, ein bisschen Produktion werden wir wieder in Gang kriegen damit. Ja, aber wir sehen halt, dass wir wirklich dann ein weiteres grünes Chipwerk bauen müssen und natürlich auch ein rotes Chipwerk, welches mit ordentlich Chips dann versorgt wird und auch versorgt und dass wir dann halt doch das blaue Chipwerk in dem Maße betreiben können, wie wir es ganz gerne wollen. Platz haben wir genug. Ich sag mal so, ein Kunststoffwerk wird es dann auch nochmal eins geben. Ich glaube sogar so in dieser Bauform wie hier. Ich weiß nicht wie. Achso, das ist ja Abholung. Ja, gut, das wird ja hier dann verklappt. Also ich denke, das könnte ich eigentlich so, wie es hier ist, unten schon einmal wieder in Betrieb geben und einmal neu bauen lassen. Sind hier, ja, da sind die drinnen, ne? Dann muss ich die hier in der Mitte rausnehmen. Oh, da muss ich sowieso nochmal hin, da muss ich Gärten noch holen. Und dann wollte ich nochmal erstens unsere Gärten fahren, dann wollte ich nochmal hier hingucken. Da sind bloß 300, ah, guck mal hier, da fehlt irgendwas. Hier unten fehlt ihm, was fehlt ihm denn da? Was kriegt er von da? Ah, Kompost fehlt ihm, okay. Also dann müssen wir da unten auch nochmal ran. So, jetzt kommt der Golddraht an. Genau, den wollte ich ja nun verfolgen, wie gut oder schlecht der läuft. Hier läuft er schon mal durchs Förderband. Kommt hier an den Kisten an und wird natürlich dann hier auch rausgelegt aus den Kisten wieder. So, dann geht er hier runter. Und läuft denn hier an. Läuft er denn von der anderen Seite auch gut raus? Ja, er läuft auch mal da raus. Und er läuft auch da durch, da lang. Dort kommt er. Ja, da kommt er auch ran. Okay, also er kommt hier unten an. So, jetzt kommen hier die ersten Golddrahtabwickelgeschichten zustande. Hier hinten kommt nichts drauf an, weil das denn hier oben nicht gebrückt ist. Okay.
aber es langt und es entstehen wieder schwarze, die sogenannten Tausendfüßler. Und gar nicht mal so wenig. Also das läuft ganz gut durch hier. Da staut sich sogar was. Staut es sich? Darf es sich stauen? Es darf sich stauen, ne? Ja, also das staut sich langsam auch zurück. Und jetzt kommt auch auf dem anderen hier das erste Mal Golddraht mit an. Und dann wird natürlich hier ordentlich was verwertet. Und es kommen dann auch wieder dann, ja, sagen wir mal hier oben die schwarzen Chips an, die Tausendfüßler für die Produktion. Sehr gut. Ich würde sagen, wir können dann hier den Außerbetrieb entfernen und können setzen, dass hier blaue Chipwerk ist. Ganz schön. Ah, ist schon mal gut. Das gefällt mir. Markierung hinzufügen. Blaues Chipwerk. Blaue Chips. Merk. Hashtag 1. Symbol. Nehme ich gleich. Der blaue Chip. Bestätigen. Zack, da ist es. Das blaue Chipwerk 1. So. Sehr gut. Also, das läuft. Und hier die Förderbänder sehen auch sehr voll aus. Die Förderbänder sehen sehr voll aus. Das einzige Förderband, was jetzt halt dann fehlt. Also ich meine, die werden jetzt nicht hier natürlich erstmal fleißig produzieren und nachproduzieren, weil die jetzt alle ihre Bauteile jetzt nach und nach wieder kriegen. Also hier ist jetzt erstmal noch ein bisschen was im Gange. Läuft aber auch wirklich richtig was hier. Moment, so, wir sind ganz kurz hier oben. Da sehen wir auch, wie Gigawatt läuft. Sehr gut. Also, das sieht doch schon mal schön aus. Ich könnte jetzt so fast ein Foto davon machen, dann sieht das hier wieder aus wie so eine riesengroße Eieruhr. Wieder funktioniert. Da freue ich mich drauf. Oder drüber. Gut. Haben wir jetzt. Ah, Nitrolverarbeitung wollten wir erforschen. Haben wir das schon erforscht? Nee. Das muss ich nämlich machen. Wo ist Nitrolverarbeitung? Ist das hier gewesen? Nee. Was denn gewesen? Oh, das brauchen wir auch unbedingt. Oh, 250 Flaschen von jeder Sorte. Das ist Mangan, ne? Mangan Pellets und dann kriegen wir hier nochmal Iron Ingots auf einer anderen Art und Weise mit Iron Hydroxid und Charcoal. Kann man natürlich dann auch nochmal ein paar Sachen machen. Okay, hier kommen dann Iron Ingots rein, Manganese, Oxid und Sulfuric Acid. Also da kann man, also Eisen kann man auf tausend verschiedenen Arten, Bahnen und Wegen herstellen. Ne? Da geht was. So, aber ich wollte jetzt mal gucken, wegen der Herstellung. Das ist es, oder? Das ist Nitrol-Processing? Ja. Nitrol-Processing sieht ein bisschen komisch aus, aber dann kriegen wir nämlich diese ganzen Sachen raus. Das würde ich gerne erforschen. Die 75 Flaschen, die müssten wir jetzt nämlich dann da oben haben noch. Und wir fahren jetzt zu den Pflanzen hin, legen da ein bisschen Dings rein, holen uns die Pflanzen Sachen mit hoch und haben dann 300-400 Pflanzenflaschen, die wir erst dann benutzen können. Für unser, ja, sagen wir mal, ein kleines pflanzliches Vergnügen bei der Forschung, damit wir da auch weiterkommen und das auch mal durchgeforscht haben. Das sollte irgendwie mal soweit sein. So, heißt also, wir wollen einmal gucken bei den Pflanzen. Was hier? Da war's. Und mal einmal hier hingucken. Im Pflanzenwerk. Wie das nehmen können, ist glaube ich genauso nah dran, ne? So, da gucken wir mal einmal ganz kurz hin. Oder warte mal, dann gucken wir da hin. Ja, ist ein bisschen kürzer. Ne, dann guck da hin. Passt schon. So, warte wegen hinzufügen. Volles Frachtinventar. Der hier aus. Und der kommt raus. So, dann sind wir da nämlich schon mal da. Ich muss noch ein Artilleriegeschützwerk. Das will ich auch unbedingt bauen. Dass ich ein paar mehr Artilleriegeschütze habe, damit ich dann mal mit dem Artilleriezug auch mal rausfahren kann. Und ein paar Sachen machen kann. Da würde ich es ganz gerne noch drauf auf anlegen, dass man das mal machen könnte, aber nun gut. So, heißt das, wir brauchen ein wenig Kompost. Kompost kann ich doch aber eigentlich auch so kriegen, indem ich hier einfach schnell was rüberlege, oder? Zack, und dann hier so da dran und dann legst du es mal da ab. Dann hast du hier mal dauerhaft Kompost, dann kann das hier mal vielleicht auch funktionieren. So, wir sind ja auf 131. Dann haben wir da auch schon mal 365 für jeden Tag im Jahr 1. Wenn ich gerade ein Schaltjahr wäre. So, ist aber gerade nicht
Es könnte alles so einfach sein. So, dann kommen wir zu Dr. Sean. Da müssen wir wahrscheinlich ein paar... Nee, brauche ich ja nicht. Kontrollprozessing ist durch. Damit haben wir hier jetzt wieder noch ein bisschen was freigeschaltet. Da brauchen wir aber andere Flaschen. Beim Radar kommen wir jetzt weiter als vorher, glaube ich. Aber gut, da brauchen wir die Toll... Ah, da brauchen wir die Advanced Processor Unit. Ja, die haben wir noch nicht gebaut. Dann müssen wir mal gucken, wie wir die bauen und was wir dafür alles brauchen. Dann können wir aber diese Pflanzgeschichten weitermachen. Da geht es hier noch ein bisschen weiter. Das wäre dann hier so das Ende der Fahnenstange. Und hier ist auch Ende der Fahnenstange. Aber hier geht es auch Ende der Fahnenstange. Okay, das sind 50 Stück. Dann nehmen wir das jetzt erstmal. Wir fahren hier jetzt hoch und liefern ein paar Pflanzen ab. Vielleicht geht das sogar noch durch. Und dann machen wir ein paar Forschungsrunden durch hier. Muss ja auch sein. Da müssen wir ja auch mal durchkommen wieder und weiterkommen. Ich bin da ja bester Dinge, dass wir da sehr erfolgreich werden. Und dann müssen wir uns, mache ich mir mal einen Plan für ein gutes rotes Chipwerk, wo wir richtig was reinliefern müssen, wahrscheinlich, was wir alles gar nicht haben, aber das kriegen wir schon hin. Also der Durchsatz, den wir da am Bahnhof machen, da müssen wir auch den Bahnhof ein bisschen anders gestalten. Obwohl ich die Optik von dem Bahnhof sehr schön finde. Achso, oder hier bisschen. Ich wollte doch nur hier hin. Pflanzen habe ich. Ja, können wir noch ein bisschen was erforschen mit den Pflanzen. So, dann gehen wir nämlich dahin. Diese 100 haben wir auf jeden Fall. Die 300 auf jeden Fall. Und die 100 haben wir auch. Also die Sachen können wir erstmal alle erforschen hier noch, wo die Pflanzenflaschen gebraucht werden. Und dann geht es hier noch ein bisschen durch. Und da brauchen wir noch mal ein paar mehr. Also hier nochmal 50, da nochmal 50. Da nochmal, also 150. Und dann geht es hier noch weiter. Also ganz über die Flaschen noch nicht los. Aber gut. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ich denke, das sollte aber lange mittlerweile, was wir haben. So, dann Nitrol-Processing haben wir jetzt erforscht. Jetzt muss ich das mal einstellen, dass ich das auch wirklich herstellen kann. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt mit der Flüssigkeit hier war oder nicht. Das werden wir gleich sehen. Aber hier ist auf jeden Fall Nitrol-Processing. Das müssten die Bearings werden hier, ne? Könnte ich ja eigentlich gleich mal so erweitern, dass das so aussieht wie hier oben. Theoretisch. Oder hin, so. Die blauen Fabriken sind ein bisschen besser. Und das hier blaue. So, dann ist das hier. Blau, 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 blau. So, aber speichern gerade. Ja. So, und das ist aber dann nicht dieses Bearing, sondern hier wird das Nitrol Bearing gemacht. Was fährt, wo das wieder ist? Hier, guck, da ist es doch. So, Nitrol Bearing. Nitrol Bearing. Und hier müssen Nitrol Kügelchen gemacht werden. So, das können wir so mal nehmen und kopieren hier. Zack. Und produzieren die dann nämlich schon. So. Mal dran. Du machst hier hin. So, und dann läuft das hier schon mal fast. Momenten, wir können hier noch ein bisschen. Wir können hier noch ein bisschen optimieren. Ich gerade in dem Maße hier nicht filtern, sondern einfach bloß den Express Rappelgreifer nehmen, der das hier rüber aufhält. Und da oben das Filament ein bisschen verlängern. So. Und dann nehmen wir auch den Express Stapler. Wir wollen ja nicht, dass das da nachher an so Kleinigkeiten scheitert, ne?
So, und dann brauchen wir hier noch ein bisschen Abfluss. Sehr schön. Das sieht doch gut aus. Da haben wir doch B-Rings. So, dann wurde mir doch gesagt, dass ich das theoretisch eigentlich auch hier unten reinpappen könnte, wenn dann hier keine 1000 davon da sind oder so, dass ich das da automatisch reinlegen muss und nicht noch solche Mobskisten dazu packen. Ja, eigentlich habt ihr recht. So, ein Gummiwerk wollte ich auch noch unbedingt machen. Siehst du wohl, da haben wir den nächsten Salat. Ein Gummiwerk wollte ich haben. Also hier müssen wir Chipwerke machen. Ich denke mal, wir brauchen ein komplettes grünes, ein komplettes rotes, wo auch richtig was bei rumkommt, also wo auch wenn, da muss schon richtig was bei rumkommen, also da müssen wir richtig anliefern können. Brauchen wir wahrscheinlich mehrere Anlieferbahnhöfe, die dann gleichzeitig die Materialien bereitstellen, damit wir alle Materialien in der ausreichenden Menge da zur Verfügung haben. Ein Kunststoffwerk, ich wollte eigentlich in der Nähe vom Resinwerk das gucken. Eigentlich müsste ich es hier unten machen, ne? Gummiwerk, weil theoretisch ist das Resinwerk mit einer Erweiterung dran. Die Erweiterung besteht darin, dass dieses Resin quasi hier rein in Fabriken kommt und dann zu Gummi verarbeitet wird und wir dann Gummi rauskriegen. Hier haben wir zumindest schon mal 9000 Gummi. Die könnte ich eigentlich schon mal abholen. Da könnte ich eigentlich mal... Jetzt kommt da jetzt gerade an. Was ist das für ein grünes Zeug? So, was ist das denn? Dann muss man immer gucken, ne? Manche Sachen, die erkenne ich halt nicht mehr auf Anhieb jetzt, aber den ganzen Icons. So, heißt also, wir werden jetzt mal Gummi abholen fahren. Das heißt für mich, Logistik ist aus, sehr gut. Ich werde mich mal ganz kurz hier entledigen meiner Sachen, um dann das Gummi abholen zu können. In der Menge, die es dort gibt. Und die werde ich dann hier unten einfach dazu schmeißen, damit die dann schon mal ein paar Sachen damit machen können. Und mir das dann da zur Verfügung stellen, wo ich es brauche. Und dann müssen wir mal gucken. Also das ist wirklich dieses Resinwerk genommen mit ein paar Fabriken. Wir haben hier noch Platz, sozusagen, wo wir die Fabriken dann aufstellen könnten, wo wir das Resin quasi nicht nach außen zum Bahnhof leiten, sondern das Resin quasi nach innen durchleiten und dann zum Gummi machen. Ich nehme auch ganz, oder ich sag mal so, ich würde es ganz gerne so sehen, dass wir das einfach so hingebaut bekommen, weil da haben wir schon einen funktionierenden Bauplan, der geht, der ist für sich relativ autark unterwegs. Und den könnte man da wirklich dann einfach so umsetzen und hätte genügend Gummi. Müssen wir gucken, wie viel Resin ich brauche, um den Gummi zu erzeugen. Vielleicht brauche ich gar nicht so viel Resin, wie ich hier herstelle. Oder vielleicht brauche ich gar nicht so viel Platz für die Fabriken. Dass dann hier wirklich die Fabriken ausreichen, wenn ich die hier in den Bereich reinstellen kann. Das Resin, was hier mal rauskommt, dann quasi ein bisschen zu Gummi machen. So, gucken wir doch mal. So, das nehmen wir auf jeden Fall erstmal raus. Wie viel Resin haben wir denn in unserem Resinwerk? Enhanced Full Blocks. Wo habe ich denn mein Resinwerk drin? Kunststoffstangen? Nee. Gummi. Ah, hier. Da für 45 Gummi brauche ich 1300 Resin. Okay. So. Ach, da habe ich aber nichts weitergemacht. Okay. Nee, dann ist das doch schon. Achso, nee, dann ist das schon weiter, ja. 55. So, aber ich muss doch irgendwo in das Resinwerk, habe ich doch oben auch von den ganzen Rest gelöscht. Idiot. Nicht irgendwo in ein Resinwerk drin gehabt? Hab ich doch nicht einfach so gebaut, dann muss ich doch irgendwo Plan davon gehabt haben. Ist er weggeflogen? Hinten nicht mehr. Das sind die Pips gewesen, wo ich das dann biologisch machen hätte können. Hier sind die Boards, die brauchen, glaube ich, Resin. Ja, bratzt mir doch einen Storch in die Beine recht knusprig. Weg, ne? Das ist ja fetzig.
Also hier wäre noch so eine Idee gewesen, ein Charted Yule Block. Yule Oil, da wollte ich dann mal. Achso. Ah, guck mal hier, kann ich über diese Pips und wo nicht überall gehen. Enriched Yule Blocks. Macht die nicht sogar? Wie sind die weiß? Was kann ich die herstellen? Oder nächstens aus. Teilweise aus der alten, oder? Was denn? Das ist die Fabrik, die da. Wo ist sie jetzt? Voll Schlüssigkeit. Hier kommt einer mit ein bisschen Liquid Resin an. Oha! Wo wird denn Liquid Resin angeliefert? Dann ist die Liquid Resin Anlieferung auch schon fehlerhaft. Wo brauche ich denn Liquid Resin? Also ich hol's von hier auf jeden Fall. Aber wo brauche ich den Quatsch? Hier. Dem Bahnhof. Die einzige Stelle, ist hier die falsche Flüssigkeit drin? Liquid Resin? Oder hat er das hier einfach nicht reingekriegt? 43k. Ich will gar nicht da reinkriegen. Das ist die einzige Stelle, wo ich Liquid Resin brauche. Okay. So, der Zug, der steht jetzt natürlich lustig rum hier. Da sind 193 Liquid Resin drin. Das ist ja eigentlich, also so ein halben Liter Liquid Resin, das kann ich ja, verstehe ich ja noch. In der Pumpe ist nichts drin. Durch Kontrollverhalten ist ja nicht freigeschaltet worden. Das heißt, da hinten ist auch noch ein bisschen Liquid Resin, 377. Scheint wirklich nicht in den Tank reingegangen zu sein, ne? Dass hier zu viel angeliefert wurde. Wo ist der Quatsch nochmal? Das scheint wirklich nicht in den Tank reingegangen zu sein. Liquid Resin ist hier in der Pumpe und da auch noch in der Pumpe. Der Tank ist aber nicht unbedingt voll. Okay. Also erstmal haben wir einen Arbeitseinsatz gewonnen. Wir müssen da jetzt mal ganz kurz runter. Also, ihr habt jetzt schon das ganze Gummi voll? Nee, wieso, was ist hier los? Macht ihr nur 100 Stück? Keine Komponenten. Sieht das nicht anders jetzt? Ui. Da ist ja noch mehr kaputt gegangen. Wieso hat er denn jetzt keine Komponenten? Die werden doch hier hergestellt. Die 100 Stück. Warum liegt hier die nicht rüber? Das ist der falsche Ofen. Das könnte natürlich sein, dass der Ofen von der Tech-Stufe zu schlecht ist oder dass da ein Chemical Furnace oder irgendwas dahin muss. Rubber wird in der Montagemaschine jetzt hergestellt. Durch Liquid Rubber zum Beispiel? Okay, nee, das will ich ja nicht. Ah. Den kann ich gar nicht mehr aus Resin herstellen. Rubber? Moment. Rubber hier. Rubber da. Rubber Duck. Nee, den kann ich nicht mehr so herstellen hier. Zumindest habe ich kein bekanntes Rezept. Ich habe hier noch den Bio-Rubber. Und Acetongas, ja, das kennen wir. Okay, also entweder fehlt uns nur Forschung für Rubber. Upsala, Pipsock hat einen gerückt.
Okay, dann müssen wir mal gucken, ob es noch eine andere Herstellung gibt für Rubber. Aber gibt es nur die Herstellung? Gibt es zwei Rezepte? Resin im Ofen und Rubber. Okay. Oder Liquid Rubber. Also das gibt es trotzdem noch. Das Rezept gibt es aber noch. Resin kann nicht verhüttet werden. Okay. Resin kann nicht verhüttet werden. Lichtbogenofen blau. Das ist nicht Lichtbogenofen blau. Das ist nicht Lichtbogenofen blau. Habe ich denn das schon? Ja, ich brauche schon haben. Lichtbogenofen blau. Ich habe Lichtbogenofen gelb. Den falschen Ofen, aber du kannst das ja gar nicht in den Fuel Burner, im Hochofen und im normalen Schmelzofen. Das sollte überall gehen. Das macht mich jetzt stutzig. Ich hab ein bisschen Resin mit. Ich fahre hier mal hoch. Zu meiner Base. Das ist erstmal sowieso wichtig. Und mein Zug da. Zu meiner Base. Und dann müssen wir das mal untersuchen, was da jetzt Fakt ist. Also das geht anscheinend nicht mehr. So einfach. Liquid Resin wollte ich jetzt eigentlich nicht herstellen. Liquid Rubber wollte ich jetzt eigentlich nicht herstellen. Naja gut, okay. Egal. Kriegen wir hin. Kriegen wir auch kaputt irgendwie. Interessant ist, dass da steht, dass es im normalen Ofen geht, aber in dem Lichtbogenofen, den ich jetzt da unten stehen habe, nicht. Also entweder habe ich wirklich einen falschen Ofen. Wir können probieren, wo es nicht. Ich gehe ganz stark davon aus, dass hier unten irgendwo so ein Ofen rumliegt. Ein ganz normaler. Ich werde ihn einfach probieren, den ganz normalen Ofen. Da keiner drin, ne? Hier auch nicht. Warte mal. Beide liegen hier auch nicht rum. Da, was ist denn das? Da sonst so viel von dem Mist, ihr habt. So was. Dann gehen wir kurz mal darüber. Ohne dass wir erfahren werden. Sehr schön. So, dann nehmen wir hier mal ein paar Steine raus. Dann machen wir uns mal schnell so einen Ofen. Das sind die blöden Öfen. Der soll schon gehen. Der Lichtbogenofen, der soll ja auch gehen. So. Warte, stellen wir den mal dahin. Dann packen wir das da ein. Kann nicht verhütet werden. Also das Rezept geht entweder nicht oder es geht wirklich nicht. Entweder ist das der falsche Resin. Kann das der falsche Resin sein? Resin, Bob Materials, Rubber. Im Ofen dauert zwar Ewigkeiten, aber soll gehen. Im Ofen mit ihnen in der Nähe. Wir können hier schnell noch unsere Öfen angucken, die wir hinten im Dings haben. Im Lager haben wir ja auch noch ein paar Öfen. Habe ich auch den Chemical Ofen und so. Aber das scheint wirklich so nicht zu funktionieren mehr. Wir haben hier den Ofen. Der sieht aber auch so gelb aus. So, das geht da nicht rein. Dann haben wir hier noch ein Chemical Furnace Electric. Habe ich nicht mal einen Bauplan für. Oh. Okay, gut. Das ist ja noch viel schräger.
Hat den vorher hergestellt hier. Silikon Carbid. Kann ich das gar nicht mehr? Ich kann Silikon Carbid mehr herstellen. Doch, kann ich herstellen in Chemical Furnace. Ah, nur noch im Chemical Furnace. Interessant. Also gut. Also da gibt es eine Baustelle, die wir dann klären müssen beim Gummi. Naja, gut, okay. Dann ist es so. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.